Willkommen zurück zum Let's Play Darksiders 2. Tod im Kessel. Naja, zumindest so ähnlich. Wir setzen unser Spiel fort. Ich finde das neue Menü irgendwie auch cool gemacht, dass das jetzt quasi im Spiel drinnen ist. Okay, wo waren wir? Erstmal, es sind erst die ersten beiden Folgen draußen. Sprich, ich habe jetzt noch nicht so viel Feedback bekommen. Ist jetzt nochmal alles der Bomben oder so? Oder? Nein, die Tür ist offen. Okay. Aber ich will es unbedingt weiterspielen. Bevor ich es privat anfange, dachte ich mir, ich spiele noch ein paar Folgen blind. Fürs Let's Play. Und wir schauen einfach mal. Ja, da hatten wir letztes Mal noch unseren Spaß mit diesem Pirsch-Typ-Teil-Dingens. Schade, das sieht irgendwie wertvoll aus. Dachte, da wäre was Wichtiges drin. Ach, hier war der Schlüssel, genau. Ich befürchte ja fast, ich bin das unnötig im Kreis gerannt. Ups. Ja, bin ich. Mist. Naja, egal, dann konnten wir wenigstens mal eine Revue passieren lassen, was alles so passiert ist. Und hier rechts rum ging es weiter. Ganz gemütlich, ganz locker und entspannt. Genau, und da oben war eine Truhe und hier ist diese Kugel und die sollen wir da wohl rein befördern. Das verspricht noch spaßig zu werden. Ein Haufen Gold und eine neue Rüstung. Gewand. Und eventuell hast du eine oder andere ja gesehen. Da oben ist eine Fährmannsmünze. Ja. Komm. Ich hab's schon bekommen. Cool. Mehr Lack als Verstand, aber egal. So, mal schauen, was hier lang geht. Es ist immer spannend, neue Gebiete zu erkunden. Da oben liegt ein dicker Hammer, den will ich haben, sofort. Verbesserte Handschuhe, jawohl. Da hinten ist nochmal eine Truhe. Auf das Trüchern. Was zum Geier? Ist ja nicht. Hui, das macht Schaden, das Teil. Das glaube ich sofort. Ansonsten würde ich sagen, wir hätten hier lang gemusst.
Und das kennen wir, das ist der Eingangsbereich. Also da drüben gingen, sind wir reingekommen. Na, komm schon. Ich drück doch. Ausgezeichnet. Sesam, öffne dich. Und du natürlich auch. Ab jetzt ist diese Abkürzung hier für uns offen. Wir brauchen also nicht mehr den gesamten alten Teil durchforsten, wenn wir hier mal wieder rein müssen. Zum Beispiel, um wie in Darksiders 1 legendäre Erweiterungen zu suchen oder so. Oh, schreck mich. Hey, Gesundheitsziel, sehr schön. Ich wurde übrigens mit Phoenix darauf hingewiesen, dass ich am Anfang mehr mit den Sekundärwaffen arbeiten sollte, weil die ja mehr Schaden machen würden. Das stimmt schon so mit einzelnen Schlägen und so, ja, aber ich bekomme verdammt viele Boni durch die Kombi, die ich mit den Waffen eben schlage, mit den normalen Sensen. Wo es ein Schloss gibt, da gibt es auch einen Schlüssel. Und wo Tod recht hat, hat er recht, und deswegen geht es hier lang. Schlüssel gefunden, Gegner entdeckt. Es ist schon richtig, dass die mehr Schaden machen, aber ich bin trotzdem mit dem Sensen schneller. Habe ich zumindest als Spielender so das Gefühl. Wenn es zu sehr anders rüberkommt, okay, aber ich sehe mir auch die Folgen an. Ich habe die ersten 6 zumindest ausschnittsweise nochmal angesehen. Aber ich hätte ehrlich gesagt... Ja, das war schon klar. Ich hätte ehrlich gesagt eher das Gefühl gehabt... Fail... Was ist, wenn der Zielmodus nicht aktiviert? Ich hätte ehrlich gesagt eher das... Oh, Jackpot. Eher das Gefühl gehabt, Da, gehst du her da. Kugel. Hallo. Irgendwie wollen die Physikrätsel nicht so, wie ich will. So. Sehr eine gute Kugel und komm her. So. Ach komm. Und selbes Spiel auf der anderen Seite, wo sie die Kugel da eingesperrt. Okay. Seite des Buchs der Toten. Okay. Das Rätsel ist im Prinzip so simpel und einfach. Ja, okay. So simpel und einfach wie selten und dämlich. Komm raus da, ganz genau. Nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Darüber, 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 so. Ach du Schande. Und genau. Alle hops. Und rein mit dir. So, jetzt springen wir erst wieder raus und dann
Haben wir das Rätsel auch schon gelöst? Dann brauchen wir die nur noch hier in diese Mulde hier schieben. Und dann ist Sense. Bang, bang. So. Ich sollte übrigens dazu sagen, es ist wieder spät nachts, also wenn ihr mich mal wieder gähnen hört, tut es mir aufrichtig leid. Aber ich will dieses Spiel unbedingt weiterspielen, das ist so episch. Ich warte im Prinzip seit Darksiders 1 darauf, dass da was nachkommt, also... Dankeschön, mein ehrenwerter Freund, für diesen Skelettschlüssel. Und ich wurde auch gefragt, ob Tod jetzt wirklich so viel agiler ist als Krieg. Ja, ist er. Also nach den ersten zwei Folgen jetzt schon. Ihr werdet dann, oder habt dann in Folge 6 auch schon gesehen. Ich breche mir da beinahe die Finger, also... Ich spiele übrigens mit Gamepad. Also entweder bin ich einfach zu alt oder ich bin zu lange weg vom Gamepad. Ich habe ja eigentlich von Nintendo, von der Konsole zum PC gewechselt. Hey, in der Firma ist so cool. Da ich mit dem Maus und Tastatur spielen kann. Aber ein paar Spiele gibt es, die spiele ich schon sehr gerne mit Gamepad. Okay. Keine Zeit zu vergeuden. Ja, vor allem du nicht wahr? Okay, da oben sind die Kristalle. Ach, deswegen. Da geht's so. Und hier eine kleine Assassin's Creed Anlage. Falls man jemanden fragen sollte, so aus Spaß und Lust und der Neugierde. Ja, ich kenne natürlich Assassin's Creed, ich spiele es auch, aber ich werde es nicht let's playen. Da müsste ich beim ersten anfangen und ohne Scherz, ich glaube, da werden wir nie fertig. Ich habe jetzt keins installiert mehr, aber ich könnte irgendeins mal streamen vielleicht. Jetzt kommt uns der zweite Teil zugute. Gesellenschale, eine der verlorenen Gesellenschätze. Diese Schale hat für K einen großen ideellen Wert. Okay. Ich hätte mir ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt, aber mein Gott. Ich habe so eine gewisse Vorahnung, was das auf uns wartet. Okay, da bin ich nicht gerechnet. Und jetzt sind wir wieder beim Fingerbrechen angelangt. Na super. Ja, also, ich habe ja gestern noch geblickt, wie die Steuerung funktioniert und ein bisschen besten benutzt.